So, willkommen zur zweiten Folge vom Bier-Adventskalender bzw. Adi und Bier-Adventskalender. Das heißt, wir müssen erstmal den Bier-Adventskalender ein Stück vorschieben, dass wir wieder an Adis Kalender kommen, der ja schon wieder kaputt ist, ne? Habt ihr ja in der ersten Folge vielleicht gesehen. Wir wollen nicht lange fackeln, wir wollen gleich mal das zweite Türchen suchen. Wollen das mal aufmachen, wollen mal gucken, was drin ist. Ja, Adi, wo ist denn die? Hier ist die 2. Irgendwann, weiß ich jetzt schon, hat der Adi dann ein Türchen, wo nichts drin ist, weil er irgendwo so eine Tüte schon rausgenascht hat. Und ja, das ist dann aber eigene Schuld, da kann ich auch nichts machen. Adi, da warst du wieder mal zu gierig. Jetzt kriegst du erstmal deinen Beutel. Moment. Einmal so, ne? Probier mal. Ich glaube, das schmeckt, ne? Das ist besser als die komischen Fische, die er sonst hat. Das heißt, ich werde den Rest jetzt wieder hier ins Waschbecken kippen. Werde mein Bierglas gleich zücken. Werde mir den Bier-Adventskalender hier hochstellen. Wir nehmen heute auch die Nummer 2. Gucken wieder, was da drin ist, ne? Wir haben hier ein Grandler hell, würzig, frisch. Wir müssen wieder bewerten. Zuerst natürlich das Etikett. Guckt euch das mal an, da ist hier so ein Förster drauf oder was auch immer. Der hat einen komischen Bart. Der hat eine Zahnlücke. Der guckt total crazy. Vielleicht ist das der Räuber Hotzenplotz. Man weiß es nicht genau. Das hat 4,9 Promille. Helles Vollbier, Bierer. Passt schon. Sind es Grandlers Worte für ein süffiges, vollmundiges, bayerisches Helles. Nach Originalrezept gebraut von Herrn Breu in Ingolstadt. Okay. Also, dieses Bayerische kommt auf jeden Fall durch, dadurch, dass das hier so ein Karo-Muster im Hintergrund hat. Beim letzten Mal haben wir ja diese Meerjungfrau gehabt unter Wasser, was immer so ein bisschen deprimierend und düster aussieht. Der fetzt irgendwie, also so blöd wie der guckt, wenn du dir den ganzen Kalender reingezimmert hast, guckst du auch so. Würde ich also sogar jetzt 4 von 5 Punkten geben, ein Punkt mehr als beim letzten. Ist noch nicht immer so fesch, wie ich das gern hätte, vielleicht gibt es auch nichts Fesches, aber gefällt mir eigentlich. Würde ich, wenn ich das im Laden sehe, würde mich das interessieren, ein Grandler hell. Jetzt müssen wir es natürlich aufmachen, 4 von 5 für das Etikett. Warum fluppen die nicht weg? Die fluppen sonst immer weg und sind richtig hardcore unterwegs. Und jetzt, als würde der Druck fehlen, als wäre das schon 10 Jahre abgelaufen. Dann schäumt das auch noch beim Öffnen, ja. So, Corona ist in der Flasche. Vielleicht liegt es auch an mir. Vielleicht habe ich ja wieder total bekloppt, ne. Wir nehmen uns jetzt auf jeden Fall das Glas. Denn das Zweite, was ihr eigentlich bewerten müsst, ist die Farbe. Und ich sehe jetzt schon wieder, was es hier für eine Sauerei hinterlässt. Weil muss ich immer darauf achten, dass ich so einfülle, dass man das Etikett sieht. So, jetzt hier Farbe. Farbe und Schaum wird als zweites bewertet. Schön einschenken, schön gemütlich. Ramses, du schaffst es. Beim letzten Mal ging das nicht so gut. Jetzt könnte es vielleicht sogar passen und wir haben das ganze Bier in aus der Flasche in dieses Glas gefüllt. Das ist doch perfekt. So, das letzte war natürlich sehr dunkel. Das ist ein helles, aber nicht zu hell. Da gefällt mir die Farbe eigentlich ganz gut. Also wenn ich das so vor mir sehe, sieht es appetitlich aus. Es hat auch nicht zu sehr geschäumt. Wie gesagt, es kommt mir so vor, als wäre da gar kein Schaum und gar keine Kohlensäure, gar kein Druck mehr drin. Es perlt aber nach oben. Es perlt. Es sieht eigentlich appetitlich aus. Ich würde hier auch 4 von 5 geben. Beim letzten Jahr auch nur 3 von 5. Jetzt haben wir nämlich direkt Vergleichsmöglichkeiten. Da passt das besser. Schaum. Normal, wenn du es so schüttelst und so einschenkst, dann hast du mehr Schaum. Brauchst du nicht. Schaum passt auch. Es hat auch ganz reingepasst. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben den Geruch als nächstes. Riecht. Riecht ziemlich neutral. Also im Prinzip habe ich gerade gar keinen Geruch, könnte ich sagen. Das andere hat so ein bisschen chemisch seifisch gerochen, ja. Das fand ich nicht so toll. Und das hat in dem Sinne gar keinen Geruch, großartig.
weil ich nicht positiv oder negativ entscheiden kann, müsste ich jetzt hier die Mitte nehmen. Da seht ihr schon, das andere hat auch 3 Punkte bekommen. Da müsste das andere ja 1 oder 2 Punkte eigentlich nur bekommen. Das bekommt von mir trotzdem auch 3 Punkte, weil... Weiß ich nicht, weil ich nichts rieche. Ich rieche halt einfach nichts. Jetzt sehen wir mal einen kleinen Schluck, dass wir es probieren können. Brennt ein bisschen auf der Zunge. Das liegt aber vielleicht auch wieder an mir. Gestern war komischer Tag. Ich schwöre, gestern komischer Tag. Ansonsten... Ja, es ist okay. Es ist halt hell. Es liegt nicht so schwer im Magen. Es macht nicht so viel Eindruck an sich. Es lässt sich an sich gut trinken. Könnte man sagen. Ich glaube... Wenn wir gestern 3 gegeben haben, schmeckt mir besser als gestern das. Und eine 5, es wird nie eine 5 geben, glaube ich. Ich glaube, ich kann auch beim Geschmack hier einfach 4 Punkte geben. Ist süffig, lässt sich gut trinken. Steht ja auch vorne nochmal drauf hier, dass das schön würzig frisch ist. Frisch auf jeden Fall. Also ist ganz cool, diese ganze Zusammenstellung. Auch das Etikett, der Geschmack passt, ne? Geruchsneutral sehr, aber hat auch eine gute Farbe. Ist jetzt also mein Favorit. Das war es auch schon theoretisch von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses und schönen 2. Dezember. Ha, sinnlos. Also in der Gaststätte hätte ich gleich gesagt, mach mir nochmal 1 und noch 1 und am besten machst du gleich 2. Bei jedem Mal, also schon 4. Hat auch jetzt, das Glas ist fast leer. Also es ist, du hast ganz kleine Schaumpunkte am Rand. Gestern war das halbe Glas komplett noch voll mit Schaum, weil das viel zu viel und übelst... Nee. Also passt, 4 für den Geschmack, 4 fürs Etikett, 4 für die Farb. 4, 3 für den Geruch. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.